mache eine Geldstrafe von 50. So viel? Ja, so viel, weil es ist unerlaubt. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Minecraft Live. Wir haben schon ein bisschen weiter gebaut, wie man hier leicht erkennt, aber auch nicht zu viel, weil wir wollen ja immer alles zeigen und was wir vorhaben und so weiter und so fort. Und heute werden wir mal als allererstes unseren Beruf, unseren Hauptberuf erklären. Und da legst du gleich direkt los, oder? Ja, wie wisst, sind wir ja Magier. Und im Magier gibt es mehr Möglichkeiten. Wir sind davon Botaniker. Was sind die anderen Möglichkeiten? Als Magier gibt es drei Möglichkeiten. Die erste ist Blutmagier, dann Magier und Botaniker. Wir sind davon Botaniker. Und laut Beschreibung sind Magier eher vom Stadtgeschehen abgewendet, also sie sind eher in der Natur, weiter weg von der Stadt. Und wir haben dann noch drei Möglichkeiten. Und wir haben die Möglichkeit ausgesucht, dass wir zu zweit sind, also man kann einen Partner nehmen und den Beruf aufteilen und sich auch was auf einen bestimmten Bereich spezialisieren. Und wir sind unter Meinung, dass man mit dem Botaniker Mod Back beginnen. Und das wird jetzt unser erstes Ziel. Und darum geht es jetzt, Mana herzustellen. Und mit Mana können wir auch Werkzeuge machen und Rüstungen, und die ist sehr stark. Ja, wie wir es in Minecraft Sky schon mal gespielt haben, den Mod zum ersten Mal. Und ja, wollen wir die Basics von den Botaniker Mod mit denen beginnen? Ja, können wir machen, ja. Ja, als erstes brauchen wir einen Petal Apo de Carry. Also, ich sag dazu, na da, wo ich Blumen einschmeißen will. Ja. Und dafür brauchen wir Cobblestone. Ask to marry. Ja. Not married. Okay, oh. Ja. Okay, ja. Also, wir brauchen Cobblestone Slabs. Ja, mach ich mal kurz. Wie viel? 3, 4, 6 und Cobblestone. Ja. In der obersten Reihe des Slabs und dann mitten und unten. Ja. Also, du den mittleren immer weg. Geht das da ein bisschen anders? Tinker Table, da ist es auch immer. Achso, warte, ich gebe dir noch ein Item. Das gehört oben mitten rein. Das ist ein Blumenblatt. Ja. Und der hast du gekriegt? Nein. Ja, das dann gekriegt. Also, das ist wie. Du kannst sie in der Kiste lassen, dann krieg ich sie ja. So, jetzt müsste es haben. Und ja. Ah. Er ist einmal da, ja. Das ist ja. Und ja. Dann setzt du da woher? Da, oder? Ja. Nein, nicht da drauf. Das hat so schön ausgehört. Ja, da kommt was anderes her. Ja, okay. Wohin? Daher? Ja, dann nehmen wir Wasser. Ja, passt. Und jetzt da musst du Wasser reinfüllen. Ja, das bringen wir zusammen. Ich schon nur einen Übergang gemacht. Echt? Du hast wieder, okay. Wie du den Eimer am Boden geschmissen hast. Ja, da eben Eimer zurückgeschlagen und Wasser drin. Und okay. Jetzt da müssen wir 4 von den weißen Blättern einnehmen. Tun. Ja, damit wir die Pure Daisy kriegen. Und wie man das sieht, man ja da am Bildschirm. Mhm. Zack. Plus Seeds, kann das sein? Ja, hast du eben da. Weil das ist ja wie am schmeidigen Knacken. Jawoll! Jetzt haben wir die Pure Daisy, das ist eine Blume, logischerweise. Jetzt darfst du es auf dem Falken stellen. Da.
Jetzt. Ja, wir sind Botaniker, also. Hast du, Was hab ich denn? Holz? Holz, ja. Um ein Pure Daisy machst du Holz herum und mit den anderen Stein. Ja, geschmolzener Stein. Schön brav geschmolzen. Und da, wie man sieht, Magic Hand. Ja, da ist die Magic. Mit weißen Partikeln, also man sieht, da rührt sich was. Muss ein bisschen warten. Bam, auf einmal ist da der ganze Schlag. Dann können wir was Schönes bauen, einen Mana-Pool. Soll ich den wieder vorholen? Immer, gell? Immer. Hey, die Kartoffeln können wir mal abbauen, oder? Die ist schon fertig? Ich glaube, ja. Okay, mit Rechtsklick geht sogar nicht. Jetzt bauen wir die Ausbeute. Jetzt bauen wir ein paar Seeds an. Da der Chest und Seeds. Und andere Seeds an. Ja. Karotten, Kartoffeln. Kartoffeln brauchen wir vor allem. Ja, was? Also wollen wir uns um die Kartoffeln schon kümmern, aber dann kommen wir noch, oder? Ja, das sind die Kartoffel-Seeds. Echt? Ja. Die kann ich noch gar nicht. Es fuchst. Sagst du? Es ist Magic. Hey, die Holz haben wir übersehen, aber. Hat's gesehen. Jetzt bauen wir mal. Okay, es geht sogar. Das müssen wir jetzt abbauen. Jo. Jetzt haben wir da Living Wood, wie man da oben lesen kann. Und Living Rock, glaube ich, gell? Ja, Living Rock. Soll ich noch mehr hinbauen? Soll ich hier? Ja. Ja. Nur hier drin. Boah, wow, kurz gleich. Hey, aber den restlichen Holz brauche ich. Ja, es ist wurscht, welches Holz. Du kannst das andere nehmen. Nein, das brauche ich. So. Hey, wir brauchen mehr von dem. Nein, das mit dem Holz really ist dann. Mehr. Ja, nein, ja doch, ich auch ein bisschen. So. Hey, aber mein schönes Holz kriegst du noch nicht. Doch. Ja? Jetzt brauchen wir Mana Pool. Mana Pool, ja. Okay. Mit dem Stein, Living Rock. Achso, okay. Was du mit zur Crafting Table. Limestone. Und einfach. Also, wo ist denn der? Also. Und seitlich auch noch. Genau, also ein Mana Pool. Soll ich den auch machen? Später brauchen wir eh sicher, ja. Ich mach jetzt mal. Jetzt haben wir Mana Pools. Mana, jetzt ist schon ein bisschen Magen schon. Man sieht halt auch immer, steht zum Beispiel Botania dabei, das ist das Modpack, was wir da jetzt gerade benutzen. Und man sieht halt bei jedem einzelnen Item, bei welchem Modpack das dabei ist, das ist ziemlich cool. Und das da drüben wächst gerade schon wieder. Wächst. Ja. Ich weiß jetzt. Die Pure Daisy. Wahnsinn. Die Blume macht es natürlich. Bam, 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 bam. Oh. Und jetzt ja, Rose, okay. Gold, Ignite Candice A verwenden. Was sollen die Mana Balls hin machen? Zurzeit noch nicht, wir brauchen einen Platz. Ja, entweder die Richtung, wo die Farm ist, nein. Nein. Ich sag eher da irgendwo, oder? Ja, genau. Ja, das machst du, oder? Ja. Ich schau noch, wie man einen Mana Spreader macht. Gold Ignite, aber ich frage mich, ob ich es mit dem anderen Gold Ignite auch machen kann. Weil wir haben Rosen Gold Ignite. So, was du zu voll ist, holst du das umwandeln? Ja. Ich muss ausprobieren, ob es geht mit dem Rosen Gold statt mit dem Gold. Ja. Nicht schlecht. Nein, wir brauchen Gold als Mana Spreader. Früher oder später bauen wir wahrscheinlich das sein. Deshalb baue ich das jetzt gerade her. Auch einen schönen Mana-Spreader, dass du dir kümmern. Ich baue den mal da random her, damit wir am Boss den richtigen Fleck stehen. So, nach einem ganz kurzen Cut, weil ich habe jetzt
Die ganzen Items, was ich so haben wollte, jetzt im Inventar dran, hauptsächlich Marble und Dark Oakwood. War mir die ziemlich gut gefallen und ich habe da heute den Aufgang hier gebaut, was eigentlich ziemlich praktisch ist. Er ist zwar nicht der schnellste, aber. Bergab geht's gut, weil ich hoffe, wir müssen ins Wasser rein. Wir sind jetzt auf unserem Grundstück, sage ich mal, weil, wenn man ins Inventar geht und hier auf Claim Chunks geht, sieht man, dass ich, weil man kann so auf klicken und kann die Chunks claimen. Und, ja, ich würde mal hacken. Aber er ist halt nochmal claimed, das wurde eigentlich nicht. Und das haben halt schon die anderen gemacht. Wir haben das jetzt da auch gemacht, da bei uns im Bereich, ziemlich schön. Ich habe früher mehr gehabt, aber die anderen haben gemeint, ich soll nicht so viel claimen, aber immer es mag. Ja. Das ist circa, es ist eh nicht so weit, es ist circa, ich würde sagen, von da irgendwo, da bis zum Wasser und da ein bisschen die Bäume da. Und da unten entlang. Das haben wir eigentlich claimed, weil da unten ist der Stevie mit dem Basti und dem Sven und so weiter. Und ja. Und ich habe jetzt eigentlich vorgehabt, hier so ein Haus einzubauen, weil da ist ein bisschen unschöne Gegend, sage ich mal kurz. Und wenn man da das Haus herbaut, merkt man es dann nicht mehr und dann passt das, hätte ich gedacht. Und ich schau mal, was da passiert. Also da kommt jetzt das Marble ins Spiel. Jetzt ist es für dich. Guten Tag. Was wollen Sie hier? Wie bitte? Die Polizei. Willkommen. Ich bin vom Beruf Botaniker. Warum haben Sie denn da oben Tinker-Konstrukt Sachen stehen? Wo? Was soll bei mir? Sind die unten hier gesorgt? So. Was ist es denn? Tinkers Construct Sachen, die nur die Schmiede benutzen dürfen. Für Rüstungsherstellung. Das heißt, wenn Sie diese, die hier stehen haben, dann müssen wir Ihnen leider unterstellen, dass Sie hier Rüstung schmieden wollen. Unerlaubt. So, was soll sie? Ja, haben wir hinbaut unabsichtlich. Ja, das haben wir unabsichtlich hinbaut. Das heißt dann leider eine Geldstrafe für Sie. Juhu! Das macht eine Geldstrafe von 50. So viel? Ja, so viel, weil es ist unerlaubt. Schönen Abend noch. Ihnen auch. Ich bin dumm geschaut.
Pistol sein. Da steht halt die nächste Station. Also, müsste keiner wissen, dass ich da. Da ist unser Loch, Philipp. Das würde ich da verbinden, ha? Die Erkenntnis, gell? Ein bisschen alle Fans, das macht schneller. Man schaut schöner aus, Philipp. Perfekt. Und okay, das ist uncool. Das ist so ähnlich. Boah, ich wollte schon fast sagen, Philipp. Aber wie geht es bei Titanic? Philipp? Wie geht Titanic? Und danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.